Ich finde es schön, anderen Leuten bei ihrer Leidenschaft zuzuschauen. Damit meine ich nicht Porno. Hallo, ich bin deine Schmexa und ich bin hier, um dich auf das fantasteröse Gronkh-Stream-Archiv aufmerksam zu machen. Stream verpasst? Dann kannst du ihn auf gronkh.tv einfach nachschauen. Das war's auch schon. Dann gehe ich mal wieder und hör dir später heimlich beim Schlafen zu. Kommen wir zu Plankton, mein ultimatives Nerd-Thema. Wurde sich gewünscht und wir haben schon ein paar Plankton-Videos geguckt, die waren sehr schön, ja. Und dann springen wir jetzt rein. Ich bin inzwischen völlig übermüdet. Es ist der Abend nach der Gamescom-Woche. Ich schlafe innerlich schon. Ich werde trotzdem versuchen, irgendwie dem Video gerecht zu werden. Mal schauen. Wir werden mal gucken, was uns erwartet. Es ist so hell. Ah. Plankton. Viel zu hell. Plankton ist der Channel. Plankton. Plankton ist aber wirklich sehr hell. Wieso bin ich im Plankton-Video? Hä? Warte mal, das checke ich jetzt erst. Hä? Es ist so hell. Ah. Plankton. Plankton ist der Channel. Plankton. Ich glaube nicht, dass es auf dieser Welt irgendein Thema gibt, in welchem ich ein absoluter Vollspezi bin. Mal ganz davon abgesehen, dass... Plankton! Liebe Grüße, aber so hell! Egal, wie gut du dich mit irgendwas auskennst, es immer irgendjemanden geben wird, der noch mehr Manga-Bücher weginhaliert hat als du. Glaube ich halt nicht, dass ich dir zu irgendeinem Thema wirklich jede Frage beantworten kann, die du für mich bereithalten würdest. Alles hat ein Ende. Und was hat zwei Enden? Eine Wurst? Du weißt ja doch alles. Aber wenn es ein Thema gibt, zu dem ich absolut hart abnerden kann, dann sind es, welche Überraschung, Kameras. Genauer gesagt, Videokameras. Ich habe hier auf diesem Kanal bereits über Fotokameras gesprochen, aber wenn es um Videokameras geht, da kann ich dir den ganzen Abend was von schwadronieren, dir bei irgendeiner Serie erzählen, mit was sie vermutlich gefilmt wurde, frag meine Freundin, ich nerv sie permanent damit und sie findet es aus irgendeinem Grund cool. Na, ein Glück. Wenn ich irgendwann zu so einem Typen werden sollte, bei dem Gegenstände irgendwas auslösen, dann wären es Videokameras. Meine Güte, was erzähle ich da? Ich habe auch bisher nur einen Menschen kennengelernt, vor dem ich das Gefühl hatte, er könnte genauso besessen sein wie ich. Es ist halt so ein Level, wo man die Modellnamen von Kameras kennt, die vielleicht mal so vor 15 Jahren cool gewesen sind. Ja, der EOS Andy ist auch so einer. Der kennt auch zig Kameras einfach mit Modellnummern, bla bla bla. Der kennt sich da auch sehr gut aus. Ich glaube, ich nörde bei anderen Dingen ab. Essen. Nein, Spiele. Offensichtlich. Und ich glaube bei, ja, so generell bei Popkultur, glaube ich, so ein bisschen. Wir waren auf unserer ganz eigenen Foto. Und Datenbanken. Und Datenbanken, da nötige ich auch gerne ab. Das ist völlig richtig. Ja, aber damit gehe ich allen auf den Sack. Das ist völlig richtig. Über Datenbanken könnte ich auch stundenlang quatschen. Ich tue es nur nicht. Gern geschehen. Tour spazieren? Er meinte aus dem Nichts, er fand die Canon XHA1 gut. Und das hat mich dann komplett verwirrt, weil ich bisher noch keinen einzigen Menschen in echt kannte, der vor mir diese vier Buchstaben hat aussprechen können. Woher weißt du denn, was eine Canon XHA1 ist? Und dieser Mensch war, oder auch ist, also ihn gibt's immer noch, dieser Mensch ist Tom Böttcher. Ein Mensch, der nicht nur weiß, was 16mm... Tom Böttcher, natürlich. Kamera. Das haben wir alle vermutet. Sind, weil er schon legit als Schauspieler vor ihnen gestanden hat. Wir haben das sogar noch alles auf 16mm, also auf Film gedreht. Das heißt, da läuft Material durch. Das kostet jede Sekunde, die man da schlecht spielt. Und ich musste das alles so oft spielen, weil ich so aufgeregt war. Sondern der auch, so wie ich mal, eine Canon C100 hatte. Heute ist ein richtiges Produktnamenfest hier. Wir sind quasi C100, Buddies. Meine Fresse, ich könnte so... Ist ein sehr spezifisches Video, ne? Über sein Lieblingsthema, glaube ich. So viel random Bums über dieses Thema labern, dass ich absolut keine Ahnung habe, wie ich dieses Video hier überhaupt aufbauen soll. Aber ich glaube, ich probiere es mal so. Ich war mal mit meiner Family auf einer Hochzeit und ich habe auch keine Ahnung mehr, auf was für eine Hochzeit und von wem überhaupt. Denn das buchstäblich Einzige, was ich noch weiß, ist, dass der Hochzeitsfilmer dort mit einer Canon XL1S herumgelaufen ist. Manch einer weiß bereits Bescheid. Es ist einfach mal die Kamera, die Freddy bei iCarly benutzt hat. Und kurzer Funfact am Rande. Natürlich war diese Kamera in der Serie nicht die Kamera, die dieses Bild hier produziert natürlich, hat. Das hier ist nämlich ein HD-Breitbild, vermutlich aus einer Sony HDC 1500 Studio-Kamera. Ja, und hier hält Freddy seine Kamera auch nicht im Selfie-Modus. Nee, nämlich so aus. Hauptsächlich wurde die XL1S nicht for real benutzt, weil sie halt einfach steinalt ist und ein super kartoffeliges Bild hat. Aber ich fand die Kamera so geil. Ich fand die so verdammt cool, dass ich zu einem einzigen Fanboy-Moment auf zwei Beinen mutiert bin, zum Hochzeitsfilmer ging und fragte, ob ich die nicht mal ausprobieren dürfte. Und der Hochzeitsfilmer so, ich kann auch Fotos von dir und der Kamera machen. Ich habe früher, als ich lange bevor ich YouTube gemacht, bevor es das Internet gab, oh mein Gott. Bevor es das Internet gab. Das kann ich das jetzt einfach so sagen. Bevor es das Internet gab. Gab es das? Ich glaube, das Internet gab es aber schon. Aber noch in den Anfängen, glaube ich. Ich habe mal... Nee, da gab es das Internet, glaube ich, schon. Mit 16 oder so. Habe ich beim offenen Kanal gearbeitet. Das war damals OKTV in Braunschweig. Und da konnte man teilweise... Also eigene Beiträge einreichen. Und da konnte jeder irgendwas...
einreichen. Das kam dann im Fernsehen quasi, ja, so im offenen Kanal. Und wir waren damals auch mit so Kamera unterwegs auf dem Weihnachtsmarkt und haben mit Leuten dann irgendwie, haben Leute verarscht, so, was sagen sie denn, die Politik will jetzt Weihnachten auf den Sommer verlegen, damit Leute besser Geschenke kaufen können, ne, damit die Wirtschaft angekurbelt wird. Wir haben so Fake-Interviews gemacht und Leute verarscht im Grunde genommen. Und dann haben wir ja andere Leute, haben wir überredet, mit uns Weihnachtslieder zu singen. Das war sehr, sehr schön eigentlich. Ich habe die Aufnahmen leider nicht mehr. Aber wir hatten halt so eine riesige Kamera. Kameramann Alex, ja, musste immer mit so einer riesigen Kamera hinterherlaufen. Das war so ein richtiger Mordstrumm einfach. Weil die, glaube ich, noch auf SVHS gefilmt hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Puh. Ist Ewigkeiten her, aber war voll geil. Und ich glaube, da habe ich so ein bisschen meine Liebe für sowas entdeckt. Ja. Das ist ja nicht so gut gealtert. Jetzt sitze ich also hier, statt draußen am Weihnachtsmarkt, sitze ich hier im Kabuff und rede einfach nur noch in eine Kamera. Naja, hey, in Farbe, halt die Klappe jetzt. Dich dann so, Digga, und wie wir das jetzt machen werden. Das war sowas von Highlight von dieser Hochzeit. Was auch immer das für eine Hochzeit war. Ich hoffe, die sind noch, vielleicht sind die ja noch zusammen, vielleicht. Ich habe daraufhin meinen Vater so dermaßen lange zugenervt, mir auch so ein Ding zu kaufen. Mit dem Businessplan, all mein Geburtstagsgeld, was ich jemals zusammengesammelt habe, in dieses Ding zu investieren, dass er dann irgendwann nachgab und meinte, ich soll mal nach einem guten Deal auf eBay suchen. Und ich hockte daraufhin wochenlang vor dieser Plattform mit dem wohl schlechtesten Interface in der Geschichte des Internets und dückte mich da so hart in die Thematik. Boah, Alter, das verwirrt mich total, das sieht alles genauso aus wie damals. Dass ich dir heute die allermöglichsten Kameramodellnamen nennen kann, mit denen wirklich kein Mensch irgendwas anfangen sollte. Ab und zu gab's mal auch so ein bisschen Sidequest bei Kijiji. Echte Kenner wissen, dass eBay Kleinanzeigen früher Kijiji hieß. Und dann war sie da. Eine Canon XL1S. Gebraucht, guter Zustand für 700 europäische Währung. Ich hab. Das war noch D-Mark, nicht Euro, ne? Das müsste noch D-Mark gewesen sein, oder? Ich hab. Ja, ist ja gut. Und für wie viel jetzt? 700? Na gut. Und was daraufhin folgte? Definitiv Euro, ja. Aber Kijiji war das nicht... Ja gut, ich bin zeitlich, vielleicht bringe ich einige Sachen durcheinander. Ah, das ist, ja. Wenn man schon aus dem letzten Jahrtausend kommt, dann bringt man manchmal vielleicht die Daten etwas durcheinander. Aber gut, dann waren es wohl Euro. Entschuldigung. Natürlich habe ich gedacht, dann na gut. Es war ein Fehler. Es war ein Fehler, den ich in meinem Leben ganze zweimal und dann auch nur zweimal gemacht hatte. Ich habe diese Kamera auf Nachname bestellt, was basically heißt, dass du erst bezahlst, wenn sie auch wirklich ankommt. Und dann habe ich gewartet. Eine Woche verging, kein Postbote am Start. Zwei Wochen vergingen, nichts ist passiert. DHL, wo ist mein Paket? Wir suchen! Wir haben keine Ahnung. Es verging so viel Zeit, dass ich mir irgendwann auf Frust mit diesem Budget eine ganz andere Kamera ersteigert hatte, sie auch ankam. Ich damit so ein bisschen meinen Frieden gefunden habe, alles war tutti frutti. Ratatatatatatatata. Und dann kam irgendwann aus dem Nichts der DHL-Boy mit einem absolut demolierten Karton vor meiner Haustür. Ach, ich, der bereits die Kohle für eine andere Kamera ausgegeben hatte und somit diese auch nicht mehr hätte bezahlen können, war dann so, Ich glaube, die müssen wieder zurück. Und es hat sich dann herausgestellt, zumindest teilte mir das der Verkäufer mit, dass DHL diese Kamera über mehrere Wochen so zerstört hatte, dass sie buchstäblich in ihren Einzelteilen beim Verkäufer wieder ankam. Bestellt niemals über Nachname. Ich habe das zweimal so gemacht. Einmal kam der Bums kaputt und das andere einfach mal gar nicht an. Oh wow. In den letzten, ich weiß nicht, 15 Jahren wollte ich viele Kameras haben. Ich wollte die Gonna Catch Them All. Wie zum Beispiel eine Arri Alexa Classic, der heilige Gral der Filmkamera-Welt. Eine Kamera mit den dümmsten Speicherkarten auf dem Markt und heute inzwischen auch endlich günstiger als eine Niere. Außer du brauchst noch mehr Speicherkarten. Aber egal, wie viele wilde und unbezahlbare Kameragedanken ich auch hatte, den Gedanken, wie es wohl so wäre, wenn die XL1S, die iCali-Kamera, heile angekommen wäre, diesen Gedanken, den konnte ich bis heute irgendwie nicht loslassen. In dem Sinne... Moment. Ich hab mal wieder vergessen, dass ich bereits erwachsen bin. Und machen kann, was ich will. Deswegen habe ich mir das Ding jetzt über eBay bestellt und muss es auch noch abholen. Und das in Mecklenburg-Vorpommern. In Mecklenburg-Vorpommern. Was? Was? Bei eBay weißt du aber nicht, was passiert. Manchmal kommst du an, das Ding wird übergeben und du haust einfach wieder ab. Die Kamera gehört einem recht alten. An dem Video verstehe ich vor allem nicht, warum man die Kamera gekauft hat, obwohl sie so alt und überholt ist. Weil er wahrscheinlich nicht mit dem Handy filmen will, auch wenn es ein besseres Bild gibt inzwischen, sondern wahrscheinlich einfach nur,
es gibt auch Leute, wie soll ich sagen, die gucken gerne zum Beispiel noch mit Videokassette, ja, oder es gibt Leute, die kaufen sich Platten. Genau, er ist Nerd und will was Vernünftiges. Also was Nostalgisches vielleicht, aber trotzdem, es ist genau. Genau, es ist einfach ein Liebhaberding. So ist es einfach. Wir schauen doch auch alle Gronkh. Jetzt könnt ihr mal die Klappe halten, ihr unsensiblen Bastarde. Wegen der Körnung. Ja, es gibt Leute, die hören auch noch Hörspielkassetten, obwohl sie das als MP3 hören könnten. Ja, es gibt immer irgendwas in der Richtung. Jetzt kannst du mal deine kleine Hühnerfaust, kannst du mal für dich behalten. Brech dir nicht die Knochen, ja, an meinem Stahlgesicht. Was ich sagen wollte, ich habe momentan Spaß daran, alte Games auf neuen Rechnern lauffähig zu kriegen. Obwohl das total sinnlos ist, aber es macht irgendwie Spaß, wenn die laufen und man spielt die so ein bisschen, ist irgendwie schön. Ist auch nostalgisch. Ja, und es gibt, stimmt, und es gibt Leute hier, Tjo, warum kauft ihr euch Skins in Fortnite? Wo ist es besser investiert? Altem Mann, und die hat er nicht selber gekauft. Ja, Vinyl hört man auch kaum noch, oder kommt das wieder? Das ist schon mitten dabei. Vinyl ist schon wieder längst da. Er hat damals geschenkt bekommen, er hat mir sogar noch eine Rechnung gezeigt, wo das Ding noch 4000 Mark gekostet hat, bei Mediamarkt, by the way. Und, Digga, wir haben ziemlich lang geschnackt über alles. Über die DDR, über Computer und Technik, über Werkzeug. War alles in allem sehr, sehr nett. Die Kamera ist wieder umgekippt. Dann habe ich ihm noch so ein Antivirus-Programm, so ein weirdes Antivirus-Programm deinstalliert von seinem Computer, weil ihn das halt immer gestört hat, weil es halt immer aufgeploppt ist und seinen ganzen Rechner wahnsinnig langsam gemacht hat. Ich habe die Kamera und jetzt kann ich eine tolle Web-Videoshow machen. Oh, was ist das denn? Oh. Oha. Hä? Ach, er war noch einkaufen. Hallo? Jetzt, wo ich 6 Minuten lang über diesen Camcorder geschwafelt habe. Ich finde die Bildqualität voll geil von dem Ding. Ich verstehe genau, warum man den gekauft hat. Es sieht original, das Bild sieht jetzt aus wie so ein 90er-Video ohne Filter. Sondern es hat halt was und man sieht es auch. Aber könnt ihr endlich mal sehen, wie das Ding auch aussieht. Ja, die Bildqualität ist so ein bisschen, Also, ist jetzt nicht HD, aber fairerweise muss man sagen, dass das deutsche Fernsehen heutzutage immer noch nicht so wirklich in HD sendet. Wisst ihr, was das Highlight hier ist an dieser Wohnung? Das hier ist ein Highlight. Habt ihr auch ein Thema, über das ihr den ganzen Tag schwafeln könntet, wenn man euch nicht aufhalten würde? Schreibt es in die Kommentare. Habt euch lieb. Nee, warte mal. Habt euch lieb, euer Plankton. Du Held! Ich verstehe es absolut. Blair Witch Project Feeling, ein bisschen, ne? Oh, ich hatte gerade wieder hier, aber der Rechner fährt nicht gleich runter. Es hat wirklich ein bisschen Blair Witch-Feeling, aber ja, das, diese 90er-Jahre-Bildqualität auch, dieses leichte, und da war auch die Körnung so ein bisschen drin, man hat es gesehen, das Bild ist so ein bisschen dieses Chromation, und alles aber sehr natürlich. Ein sehr natürliches Oldschool-Bild, voll geil. Und ich lese gerade, jetzt will ich auch so eine. Ja, Chromatic Aberration. Dankeschön. Ja, und auch der gleiche Grund, warum man zum Beispiel Retro-Spiele warum man Super Nintendo zum Beispiel nicht an einen Flatscreen anschließen sollte, sondern an einen alten, richtig fetten Röhrenfernseher. Ja, geil. Fühle ich sehr. Mein ultimatives Nerd-Thema. Und vor allen Dingen, er wollte die Kamera damals immer haben, hat sie nie bekommen und jetzt konnte er sich die holen. So ist das, wenn man erwachsen wird. Die ganzen Sachen, die man als Kind nicht bekommen hat. Nun. Ja, cooler Kanal, da ist gleich ein Abo da. Eine sehr gute Einstellung. Natürlich war das Thema Kameras schon ein bisschen nerdig und man muss es mögen. Aber ich finde es schön, anderen Leuten bei ihrer Leidenschaft zuzuschauen. Damit meine ich nicht Pornos. Ich meine einfach, wenn andere Leute ihre Leidenschaft ausleben oder eben anfangen, über Sachen abzunörden, für die sie sich begeistern, finde ich immer toll, weil es die Begeisterung irgendwie teilt. Das ist echt schön. Ja, das war das ultimative Nerd-Thema von Plankton. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich schicke euch Link raus. Lasst ein Like da, wie der Kollege gerade eben. Und ein Abo, wie der Kollege gerade eben. Und wir sehen uns beim nächsten Video von Plankton. Ciao.